Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Quattro Unboxing Battle hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wann das letzte Quattro Unboxing Battle hier auf meinem Kanal online kam. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehme ich heute wieder ein schönes, geiles auf. Ich habe ja eine interessante Mischung. Die FIFA 365 2020 für mich so der Favorit hier heute in der Runde. Und ich habe übrigens... So, wo bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung, was ihr jetzt da gesehen habt. Es hat an der Tür geklingelt. Es war mal wieder, wenn ich aufnehme, die Post. Dankeschön. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe gesagt, die FIFA 365 hat es so, hat für mich den Vorteil. Und ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich von jeder Serie 5 am Start habe, ne? Genau, dann habe ich hier Bundesliga-Sticker, Euro 2020 Karten und Euro 2020 Sticker. Leute, ich bin richtig außer Atem. Ich muss mir erstmal ein Stückchen aus der Wasserflasche gönnen. Ich bin gerade nämlich runtergesprintet. Weil es ist immer, also bei mir ist es so, Post klingelt, gefühlt 5 Sekunden wartet sie und dann fährt sie schon wieder weg. So ist es bei mir. Ja, Abfahrt Leute, Quattro Unboxing Battle. Ich mache hier FIFA 65 da, dann Euro, dann Bundesliga, dann nochmal Euro. Und wenn ihr übrigens Bock habt auf die FIFA 365 Sticker Serie oder die Euro 2020 Karten oder die Euro 2020 Sticker, könnt ihr sehr gerne den Panini Online Shop auschecken. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ja, die Panini Welt ist so groß, ihr wisst gar nicht, was es alles da gibt, Leute. Es gibt auch Panini Comics, Mangas, Magazine, alles mögliche über Star Wars, Pokémon, also alles, was euer Herz begehrt. Abfahrt, also nicht nur die Fußballprodukte, das wollte ich damit sagen. Abfahrt, let's go, erste Runde. Wir gehen rein und wer ist hier am Start? Ein Mannschaftsfoto, was darauf können wir nichts mit anfangen. Mit Living Football von Boca Juniors auch nicht. Mit El Fadi und Ben Schuk auch nicht. Mit Andersen Marsal auch nicht. Und was ist das denn, Leute? Ich kann alle FIFA 365 Sticker leglegen, weil da bin ich mir direkt sicher, dass da keiner von diesen Spielern einen Punkt mitnehmen wird. Ganz klar. Aber mal wirklich ganz, ganz klar. Und es ist einfach... Ja, moin. Sergio Ramos als Masterkarte. Ja, perfekt. In der ersten Runde einfach eine Rare rausgehauen hier. Ja, moinski. So, Bednarek, Fernandes, Joe Allen, Ilsanka, Brandt, Lichtsteiner sind auch alle nicht jetzt besser als Ramos. Deswegen ist es schon richtig, dass ich dann Rambo Ramos rausgelegt habe. Und die Bundesliga-Sticker. Kann da überhaupt jemand einen Rambo Ramos schlagen? Vereinzelt gibt es welche, vielleicht, es muss eigentlich ein Bayern-Spieler sein. Savitzer, Kevin Vogt, Rühne Jahrstein, Cordoba und Lars Stindl. Aber von diesen 5 Spielern kann hier niemand Ramos schlagen. Euro 2020, da gibt es auf jeden Fall ein paar. Klar, Ronaldo, safe. Es gibt ja auch Ramos selbst in der Euro 2020 Sticker-Serie, deswegen gucken wir mal. Polen-Logo, Chris Meppen, Paul Pogba ist schon eine Ansage. Und Nick Pope. Aber ich bleib bei Ramos, Leute. Es tut mir leid, lieber Pogba. Ich weiß, du bist ein sehr, sehr guter. Aber es reicht nicht aus in der ersten Runde für dich. 0-1-0-0. Euro 2020 Karten. Die einzige Kartenserie heute im Quad One Boxing Battle geht in Führung. So. Runde Nummer 2. Guerrero Piszczek. Phil Foden Gündogan. Alaba Martinez. Lukaku, Martinez, Brozovic und Living Football aus, ich weiß den Namen des Vereins leider nicht. Ja, bester Spieler für mich ist ein David Alaba. David Alaba. Also diese Päckchen hier aus Papier, die sind jetzt aus anderem Material, nicht mehr aus Plastik. Die lassen sich halt so in der Mitte schwer aufreißen, die muss man eigentlich oben aufreißen. Aber immer wieder probiere ich es. So, Pickford ist nicht besser. Brozovic ist auch nicht besser. Jaremczuk ist auch nicht besser. Buril ist auch nicht besser. Dolberg ist auch nicht besser. Rumänien Playoff Team ist nicht besser. Ja, ist nichts dabei, wo ich sage, ist besser als Alaba. Das bedeutet, ich kann direkt alle Karten weglegen. So, wie geht's weiter? Alario, Petersen, Suat Serdar, Polter und John Anthony Brooks. Aus meiner Sicht auch keiner besser als Alaba. Macht hier Alaba den Punkt. Aus der FIFA 365. Oder kommt hier nochmal ein Euro 2020 Sticker, der da etwas gegen hat.
Nein. Nein. Ben Yedda. Oh, Ben Yedda ist schon... Oh, Ben Yedda könnte man vielleicht sich sogar für, auf dem Unentschieden entscheiden. Aber wenn man sich so die Titel anguckt, ist Alaba ganz klar weit. Ganz so weit vorne ist Alaba, da kann Ben Yedda nicht mal hinterher gucken. Komm, ich gebe Alaba, Leute. Ich wäre jetzt auch unfair. Alaba hat hier alle geschlagen und jetzt soll Alaba den Punkt nicht mitnehmen, oder was? Alaba nimmt den Punkt mit 1-1-0-0. So sieht es derzeit aus. Und das ist auch wieder ein Brett. Koulibaly läuft. Aber so richtig. Ja, Koulibaly ist auch der Beste aus meiner Sicht. Kalidou Koulibaly. Diesmal mache ich es hier oben auf. Bam, bam. Declan Rice. Nein. 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 Helanda auch nein. Belözoğlu nein. Glick nein. Perisic nein. Und Sidorčuk nein. Keiner von den Spielern kann aus meiner Sicht einen Koulibaly schlagen. Vielleicht jemand aus der Bundesliga. Lukas Piszczek? Nein. Eggestein? Auch nein. Gundorf? Auch nein. Holtmann? Auch nein. Und Robert Lewandowski? Und Robert Lewandowski würde ich sagen, ja. Es tut mir leid, Koulibaly. Junge, wie interessant wird das denn hier, Leute? Wie spannend ist das denn? Es sei denn, obwohl, wenn die Eurosticker den Punkt macht, ist es ja auch genauso spannend. Dann steht es 1-1-1-0 oder 1-1-0-1. So. Golovin, nein. Moutinho ist nicht stärker. Quaison ist nicht stärker. Sissoko ist nicht stärker. Und Jesse Jeroen aus Finnland ist aus meiner Sicht auch nicht stärker. Und das heißt, es steht 1-1-0. Ne, 1-1-1-0. So, jetzt habe ich es richtig. FIFA 35, 1 Punkt. Euro 2020 Karten, 1 Punkt. Bundesliga-Sticker, 1 Punkt. Euro 2020 Sticker, keinen Punkt. Ihr seht ja hier die Spieler, die zugeschlagen haben. Lewandowski, Ramos und Alaba. So, und womit geht's weiter? Mit einem Marco Reus ist schon mal nicht verkehrt. Ein Serge Gnabry ist noch besser. Ein Lenglet und ein Umtiti. Ja, der zweite Bayern-Spieler hier bei der FIFA 365, ne? Serge Gnabry. Eieiei. Serge Gnabry. Macht der hier den Treffer, der auf jeden Fall verhindert, dass die FIFA 365-Serie hier heute verliert. Es ist der, wenn Serge Gnabry trifft und den zweiten Punkt macht, dann hat die FIFA 365-Serie auf jeden Fall den ersten Platz sicher, aber vielleicht mit einer anderen Serie. So, Varane. Dendonka. Bale, Beresinski, Amsterdam. Varane ist halt schwierig. Ich vergleiche jetzt Innenverteidiger mit Stürmer. Und jetzt kommt Alaba hier auch in den Bundesliga-Back. Aber jetzt würde ich sagen, hat Alaba gegen Serge Gnabry und Varane nicht so die Chancen. Dongwon-ji, Iago und Holstein Kiel Logo. So. Alba. Emre Can, Markus Berg und Kroatien Jubel. Hier ist auch keiner aus meiner Sicht dabei, der irgendwie einen Varane oder Serge Gnabry gefährlich werden kann. Und jetzt ist halt die Frage, wer ist besser, Mann? Serge Gnabry, Raphael Varane. Es wird jetzt sicherlich einige geben. Dennis entscheidet dich für Varane. Oder Dönitz entscheidet sich für Serge Gnabry. Es wird safe beide geben, ich weiß es. Ja. Komm, ich entscheide mich für Varane. Leute, ich entscheide mich für Varane. Das ist das 1-2-1-0. Jetzt muss die 365 oder die Bundesliga-Sticker erfolgreich sein. Aber es ist auch schwierig, ne? Pulisic ist hier sehr gut dabei. Modric, Sterling, Aguero. Ich nehme Sterling mit. Raheem Sterling ist der Beste hier aus meiner Sicht. So. Euro, zack, Bundesliga und nochmal Euro. Wenn Raheem Sterling jetzt den Punkt macht, steht es 2-2-0-1-0. Und ihr müsst euch dann unten in den Kommentaren entscheiden zwischen der 365-Sticker-Serie und den Euro 2020-Karten. Aber so weit sind wir noch nicht. Declan Rice, Robin Loth, Petkovic, Rodri, Malen, Tielemans, Memedi, Sidorčuk. Ja, hier ist keiner.
dabei, wo ich sage, ja, nee, der wird jetzt einen Sterling schlagen können. Deswegen reißen wir das nächste Pack auf. Bundesliga-Sticker, Union-Logo. Ruben Hennings. Karim Rekik. Aber auch hier, Bundesliga-Sticker. Keiner. Und jetzt kann es nur noch die Euro 2020 Sticker-Serie schaffen. Oh, ich habe gedacht, wo ich hier Portugal gesehen habe, Ronaldo. Aber auch hier, Ward, Wijnaldum, Joe Allen. Keiner dabei. GG an die FIFA 365 Sticker-Serie und GG an die Euro 2020 Karten. Kärtchen hier. Sie sind beide auf dem ersten Platz, zweiten Platz die Bundesliga-Sticker, dritter Platz, auf dem letzten Platz die Euro 2020 Sticker-Serie. Und ihr müsst euch jetzt unten in den Kommentaren entscheiden, gewinnt die FIFA 365 Sticker-Serie oder gewinnen die FIFA 365 Karten, Leute. Entscheidet euch unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssikowski.